Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren spaßigen Folge No Man's Sky. Letztes Mal haben wir diese Siedlung entdeckt und konnten da irgendwas aktivieren. Da hat er da irgendwas gescannt und dann wollte ich ja gucken, was das denn jetzt genau ist. Was er da... Dass irgendwas Besonderes ist. Das da wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal schwer von aus. Hier mal gucken. Ja, ich habe mir jetzt die Aufnahmen von der Session heute Mittag angeguckt und da ist tatsächlich ab einer Folge erst ab knapp 9 bis 10 Minuten Ton, also beziehungsweise gesprochener Ton. Dafür schon mal fettes Sorry. Da war irgendwie das Mikrofon aus. Das ist doch kein Gebäude. Guck mal hier. Ick. Jetzt kommen sie wieder. Die angepissten Wächter. Ja, ist aber nichts Besonderes hier, ne? Wenn wir ein bisschen davon mitnehmen wieder, kann das den Ferrit umändern. Aber ich habe eine gute Nachricht. Die Zeit müsste abgelaufen sein. Ach, da sind sie schon. Oh, haben wir den alten Trick hier. Dass sie so blöd sind und nicht die Löcher entdecken, ne? Ich meine, das ist zwar ganz cool, weil... So... Es hat halt easy peasy zu finden. Was wird uns denn da angezeigt? Ah, Dissonanzspitzenkoordinat. Das war's. Genau. Da müssen wir hin. War gar nicht dieses Gebäude hier. Das da war's. Ankunft in 7 Stunden. Ne, dann machen wir anders. Dort machen wir anders. Pass auf. Moment, die hole ich mir noch. Ah, hab ich dich. 46.000 läuft. Aber ich weiß, da geht noch mehr. Da geht noch viel mehr. Wieso laden sich die Schubdüsen denn nicht wieder auf? Sollten sie doch eigentlich. Und was läuft hier die ganze Zeit für eine komische Klimbim-Musik? Da gehen wir in den Weltall. Da schaffen wir das schneller. Was? Da haben wir nur 3 Sekunden, bevor wir 10 Minuten über den Planeten fliegen. Bin ich ja mal gespannt, was das ist. Ist pink. Ein Planet, in der meiner Tochter unglaublich gefallen würde. Ach, schon wieder so ein Ding. Hm. Das hat auf jeden Fall einen Arm, ne? Und es wird uns wieder 7 sagen. Nummer 2. Okay. Aber ich kann nicht sehen. Ein C-Klasse Raumschiff. Nee, das könnte man höchstens verschrotten, ne?
Ab C ist doch das Schlechteste. Den Aufwand, oder? Wird immer. Ah, da muss ich wieder diese komischen Dinger suchen. Diese Ohrtürme oder was es ist. Naja, guck mal. Ah, ich wollte gerade sagen, ich hab's gesehen. Normalerweise stehen doch immer drei davon rum. Okay, dann ist der dritte da drüben. Wow. Hab ich den tatsächlich schon erforscht? Hatte das gerade zwei Köpfe? Nee. Da ist der dritte. Da steht so ein Ding rum. Ach man, lass mich doch. Und aus dem kommt, glaube ich, so ein komisches Gehirn raus. Genau, und jetzt müssen wir uns erst wieder verstecken. Hallo? Da bin ich aber sehr krüppelig nach unten irgendwie. Saft? Ja, gerade eben kam die Meldung, dass morgen schon wieder alle Schulen in NRW zu haben. Weil 10 cm Schnee liegen und ich frag mich echt, was. Oh, ist schon vorbei. Was aus den Leuten noch werden soll. Also ich muss morgen zur Arbeit. Auch wenn 50 cm Schnee liegen, wenn 2 Meter Schnee liegen, weiß auch nicht. Und wenn die Kinder dann irgendwann mal aus der Schule kommen und der Chef sagt, ey, komm zur Arbeit und du sagst, ja, es liegt aber Schnee, Chef. Harmonisches Echo entdeckt, da müssen wir wieder hin. Was mit unserem Raumschiff? Wow. Ja, also ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Alles nur noch verweichlicht. Klar kann man sagen, wenn es total übertrieben ist, dann bin ich auch dafür, dass man das macht, ne? Schulen zu und so. Aber nicht bei 20 cm Schnee, also. Naja. Ich entscheide sowas nicht, ist nicht meine Gehaltsklasse. Ich finde nur, man muss sich langsam über nichts mehr wundern. So, hallo. Hä? Was ist das da? War ich hier schon? Zwei, drei und sieben habe ich gefunden. Und das komische Minispiel wieder. Zwölf, eins, sieben. Zwölf, eins, sieben. Ist das ein ganz normaler Wissensstein? Schauen wir mal die Waffe. Kann man sich ja eh gucken. Hier sind wieder. Oh, lebender Schleim, Gott sei Dank. Die sind aber gleich, diese Station anscheinend. Was ist das immer hier? Diese
Das braucht ja kein Mensch. Hier, wo ist es? Ist es weg? Ach, die kann man auf diesen Cent, auf diesen korrupierten. Korrupierten Planeten anscheinend benutzen. Yep. Sehr geil. Ah, den hatten wir doch schon. Ah, ich brauche doch so ein Gehirn. Jetzt können wir aber richtig losscannen hier. Da kommt ja richtig was bei rum. Schon wieder den Timer nicht gestartet, Leute. Ich muss mir hier so einen Zettel in den Tank stecken, wo Timer draufsteht. Jetzt verkelke ich das immer. Wieder ein kaputtes Raumschiff. Das Ding wollte ich noch gucken hier. Ist ja schon wieder dasselbe. PC, klar, Blaster. Nö. Will ich nicht. So, wo wird jetzt was angezeigt? Da ist das der Frachter. Also mal rauskicken hier. Oh, Vorsicht. Und da dauert es auch nur wieder 4 Sekunden. Ach ja, schön, schön. Doch, macht Spaß. Ich war jetzt heute schon 4-mal Schneeschippen. Und während ich das Schneeschippe, während ich den Schneeschippe, sie kann man so quasi zugucken, wie das wieder zuschneit. Weil Salz streuen darf man ja mittlerweile auch nicht mehr. Ist ja nicht so gut für, keine Ahnung, für den Boden. Deswegen darf das nur noch die Stadt. Ja. Und dann bist du da, läufst du da 4-mal raus, weil es den ganzen Tag schneit und bist da Schnee am Schippen. Hallo. Wer bist du? Hier Schaum trinken? Nummer 10. Das hat bestimmt auch irgendwas auf sich mit den ganzen Nummern. Mal gucken, was haben wir hier für ein Schiff? Nee, das ist meins. Ist irgendwie direkt da drauf gelandet, ne? Auf wieder C-Schiff. Ah ne, dieses Gehirn können wir. Warte mal. Gehirn können wir benutzen, ne? Resonanzresonator in unmittelbarer Nähe entdeckt. Die können wir bestimmt gut vertitschen, die Schiffe. Warum geht es nicht kaputt? Aha. Schnell weg. Grab dich ein. Und schon sind sie deaktiviert. Läuft. Raumschiff run. Immer noch einen Utzen drin lassen. Das ist fast. Ah! Fast genauso groß wie mein Schiff, wollte ich sagen. So, können wir reinklatschen hier?
Also das Gehirn fehlt noch. Da müssen wir dieses Gehirn fragen. So. Ist jetzt bestimmt voll weit weg. Was ist das? Oder ist das schon wieder ein Schiff? Nee, da kriegen wir jetzt ein Gehirn. A check. Wuhu. Wird immer besser da drin. So, ein bisschen Wissen abkrabbeln. Nur zwei hier. Zwei noch? Keins mehr. Ja, drei. Alle guten Dinge sind drei. So, und jetzt gib mir dein Gehirn. Ach, komm schon. Ich könnte nur einen Inventarplatz gebrauchen, ne? Tatsächlich. So. Ich wollte gerade sagen, kriege ich das jetzt nicht, weil ich keinen Platz hatte? Seltenen Gegenstand gefunden. So selten ist der gar nicht. Den können wir jetzt in irgendeins von den Raumschiffen klatschen. Wenn hier ein Sturm ist, ne? Entweder ist das der Wind. Also simuliert. Boah, die Schubdüsen. Habe ich das Teil ausgebaut oder ist das kaputt gegangen? Laden sich ja gar nicht mehr auf. Dabei sollen sie das eigentlich. Regnet Steine oder? Was ist das? Klopft da so an die Scheibe. Ja, die Leute, die lädt. Ja. Zack. Sind wir alles wieder schlechter hier. Und der Sammlung hinzufügen. Das wird dann hier gleich von meinen Medikus abgeholt. Und dann haben wir da hinten noch so einen Ort. Gucken, ob der, ob das hier so ist, dass der Sturm planetar ist oder ob der lokal ist, nenne ich es mal. Also wir fliegen jetzt einmal halb rum, ne? So. Eine halbe Erdumdrehung. Oder nicht Erd, aber Planetenumdrehung. Und gucken, ob jetzt hier auch Sturm ist. Ja, anscheinend schon. Also das ist dann wahrscheinlich global gehalten. Strahlender was? Ach so, für das andere Raumschiff. Na. Na, nicht so Lust drauf, das nochmal zu machen. Wenn das jetzt hier immer dieselben sind. Die sieht genauso aus. Wir können dieses lustige Spiel jetzt nochmal spielen. Eins, sieben, zwölf. Eins, sieben, wo ist zwölf? Da, ein Fisch.
Dass er mich dann rauskickt, ist bescheuert. Ja, Gott sei Dank. Können wir die Schulen jetzt wieder aufmachen? Das ist schon wieder ein Raumschiff. Ist auch wieder nichts, ne? Ja. Nope, nope, nope. Ich mache mich jetzt auf und davon von hier. Kann man das auch öffnen? Unkontrollierbarer Schimmel. Nummer 8. Okay. Naja, Nummer 8. Nummer 8 macht's gut. Wir gucken mal, ob wir die Sentinel-Schiffe. Ich meine, das wären. Sind das die Sentinels oder so? Nee, das sind die Wächter, ne? Auf jeden Fall, ob wir die zwei Raumschiffe von denen verkloppen können. Eine Drehung bitte. Ich krieg gerade die Meldung auf meine Uhr, ich soll die WhatsApp-Gruppen prüfen. Naja, ich liebe WhatsApp-Gruppen. Aber irgendwie ist man ja oft gezwungen, in so Gruppen drin zu sein, von der Arbeit oder von irgendwelchen Vereinen oder so. Aber das Erste, was ich immer mache, ist diese Gruppen auf Stumm stellen. Nur wenn dann da sowas irgendwie, wenn es dann da richtig zur Sache geht, dann ist irgendwie, dann kriege ich so eine Meldung auf meine Uhr. Und jetzt tauschen sich alle über das schlimme Wetter aus. Oh, ja, ich war ganz müde. Ja, ja. Guck mal da, eine Navigationsdate. Bin mal gespannt, ob bei mir morgen dann die Leute alle kommen sollen. Hat der jetzt eigentlich neue Sachen, die ihre Termine haben? Ob die auch sagen, nein, geht nicht, weil Wind und Schnee und... Wie Landung nicht möglich. Doch. Sind doch jede Menge Landeplätze. Ja. Was ist das? Achso. Oh, wie viele Schiffe ich mittlerweile habe. Muss ich jetzt auf meinen Frachter fliegen, tauschen, hier rein, das verticken? Wie umständlich ist das denn? Kann ich das irgendwo in meinem... Ich kann erstmal alles hochladen, so. Irgendwo konnte ich das sehen, was ich habe. Ne, war es nicht hier? Unbewohnte Systeme, ha. Das nicht, so eine Übersicht so von mir.
Hier, das sind deine Schiffe. Anscheinend. Anscheinend. Das ist ja blöd. Hey du, mit dem großen Schiff hier. Du. Bist du ein Kämpfer? Wohl nicht, wobei er ist, Ah ja, komm. Oh, die sehen ja auch witzig aus. Hallo. Aha. Dass man dann immer direkt rausgekickt wird, finde ich blöd. Wenn ich den jetzt nochmal neu anlabern muss. Ein Handel. Guck mal, der will gar nichts haben. Fußballleitende Phrase. Kriegen wir 500.000 für. Nehme ich, kannst du haben. Hast du? Ich kaufe von dir. Oh, nein, hier, genau. Ich kaufe von dir mal das. Das habe ich, glaube ich, letztens auch gebraucht. Nun gut. Ich glaube, der Frachter, der ist ja gar nicht hier. War ich bei denen schon? Ja, ja. Hier war ich schon. Ich wollte zum Stargate hier. Und zur Siedlung warpen. Farben, ne? Schön. Schön bunt. Sup, da sind wir. Wo war das? Hier eine Baustelle, ne? Was braucht er denn jetzt schon wieder? Metallplatten krieg ich hin. Oh. Raushau mal schnell. So, zack. Wie lange dauert das jetzt wieder? Wieder 47 Minuten. Bam. Warte, für dich habe ich ein Upgrade irgendwo. Das ist nicht für dich. Wo ist es denn? Oh, bitte, liebe Entwickler, wenn ihr das guckt. Baut einen Sortierknopf ein. Bin mir doch sicher, ich habe ein Minute. Taurus. Ding hier, klar. Oh,
Aber er hat ja immer noch keine Knarre, ne? Weil uns da ionisiertes Kobalt fehlt. Das steht als nächstes an, genau. Was machen wir hier nach? Wo ist das? Ist das fertig? Ja? Das habe ich jetzt gebaut. Dafür brauchen die das Glas. Was kann das jetzt? Ah ja. Schönes Sonnendeck. Ja, Käffchen hier draußen. Schön. Ich frage mich, was da unten ist. So, können wir denn noch was bauen? Bauangelegenheiten ansehen. Bürgerzufriedenheit, Produktivität. Wir genehmigen einen Saloon. Bauen die den jetzt irgendwo hin oder kann ich das wieder setzen? Da ist es, glaube ich, oder? Musst du das hier erstmal suchen, ey. Reines Ferrit. Kann ich euch machen, Freunde der Nacht? Ferrit. Oder war das nicht der Ferrit? Doch. Gucke mal. Jetzt Ferritstaub wurde Ferritstaub. Ne, der muss erstmal. So, und jetzt. Ach, ich Idiot, hätte das so einfach rüberziehen können. Reines Ferrit 1. Mach das mal. Ja. Und wie wir jetzt hier weiterbauen in der Siedlung und diesen wunderschönen Anblick, verabschiede ich mich von dir und danke dir fürs Zuschauen. Hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Und wenn ja, dann lass mir einen Daumen da. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und mach's gut.